Hallo Lukas, wie ist dein voller Name und welcher Fraktion gehörst du an? Mein Name ist Lukas Schauder und ich bin von Bündnis 90 Die Grünen. Wann bist du geboren? Am 14. Januar 1997 in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, das heißt, du bist ein Stadtkind. Nicht ganz, also ich würde sagen, so ein Zwischending aus Dorf und Stadt. Ich komme ursprünglich aus Kelkheim. Ich würde es als klassische Vorstadt bezeichnen. Insofern kenne ich ein Stück weit ländlichen Raum wie auch Metropolregion. Vegetarisch, vegan oder keins von beiden? Beides gehört zu meiner Speisekarte. Es darf aber auch gern zur Abwechslung mal ein Steak sein. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich im Hörsaal sitzen oder in der Uni-Bib und weiter an meinem Jurastudium werkeln. Du bist Abgeordneter. War das dein Kindheitstraum oder im Endeffekt der totale Zufall? Auch wieder ein Stück weit beides. Ich bin ja schon seit ich 14 bin politisch engagiert und habe mich schon immer dafür interessiert und fand es natürlich auch klasse, die Idee, Abgeordneter zu sein. Deswegen wurde ich auch 2016 Kreistagsabgeordneter. Aber dass ich jetzt hier in den Landtag reingekommen bin, das war für mich schon eine große Überraschung und eigentlich nicht geplant. Du bist sehr jung. Was sagst du Leuten, die sagen, dass du zu jung bist, um ein guter Abgeordneter zu sein? Ich glaube, eine repräsentative Demokratie soll ja auch die Bevölkerung ein Stück weit widerspiegeln. Und dann ist es gut, dass wir im Landtag viele unterschiedliche Perspektiven haben, junge Menschen wie alte Menschen. Und ich versuche eben, den jungen Beitrag dazu zu leisten. Was sagen deine Kommilitonen an der Universität dazu, dass du Abgeordneter geworden bist? Die haben natürlich schon Scherze gemacht, dass man mich dann noch weniger an der Uni sehen wird, aber für viele ist es natürlich mega spannend, weil Jurastudium und Politik, das sind ja zwei Seiten eigentlich der gleichen Medaille und da war großes Interesse. In welchen Bereichen liegen deine politischen Schwerpunkte? Auch durch mein Jurastudium, aber auch durch eine China-Reise und durch den NSA-Skandal 2013 wurde ich sehr stark politisiert und deswegen sind meine Schwerpunkte im Bereich der Bürgerinnenrechte, im Bereich der Innenpolitik. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt auch im Landtag, dem innenpolitischen Ausschuss, dem rechtspolitischen Ausschuss und als Obmann dem Unterausschuss für Justizvollzug anzugehören. Eine große öffentliche Debatte ist schon seit längerem der kostenlose ÖPNV. Ist er deiner Meinung nach sinnvoll und realisierbar? Ich finde es eine sehr spannende Vision. In Hessen gehen wir auch den Weg vom Schülerticket ausgehend, dass wir das Bürgerticket für alle wollen, preisgünstigen ÖPNV, ob vielleicht auch ein kostenfreier möglich ist. Das wäre dann der nächste Schritt. Da bin ich jetzt erstmal gespannt, was Länder wie Luxemburg, welche Erfahrungen die machen. Wahlalter 16, ja oder nein? Gute Frage. Ich komme gerade aus einer Diskussion mit einer Schülerinnengruppe, wo junge Menschen auch unheimlich kritische, kluge Nachfragen gestellt haben und mitdiskutiert haben. Für mich war das wieder ein Beleg dafür, dass die Wahlaltersgrenze 18 zu hoch angesetzt ist. Junge Menschen sind politisch, auch wenn man die grüne Jugend sieht, die Demos und Fridays for Future. Junge Menschen sollten auch wählen dürfen. Bleiben wir beim Punkt Fridays for Future. Wird die Bekämpfung des Klimawandels in Hessen ernst genug genommen, deiner Meinung nach? Zum Glück ja, auch weil wir mit an der Regierung beteiligt sind. Das sieht man zum Beispiel am engagierten Ausbau der erneuerbaren Energien, auch in unserem Klimaschutzaktionsplan, der die Treibhausgase in Hessen massiv reduzieren soll. Aber ich würde mir mehr Rückenwind von der Bundesregierung und aus dem Europaparlament wünschen. Wenn du die Chance hättest, würdest du ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen? Das ist fast schon eine philosophische Frage, aber ich denke, dass durch die Digitalisierung der Arbeitsmarkt im Umbruch ist. Künstliche Intelligenz, die Bitcoin, die Blockchain-Technologie und vieles weitere führen dazu, dass Arbeitsplätze in vielen Branchen wegfallen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo neue Arbeitsplätze entstehen können. Ich denke, sicher ist, dass die Jahresarbeitszeit sinken wird. Dann ist die Frage, ob noch genug Lohnarbeit für alle Menschen da ist. Und dann braucht es innovative Lösungen. Das bedingungslose Grundeinkommen könnte die Lösung sein. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Ja, weil ich jetzt auch im Bereich der Extremismusprävention und in der Demokratieförderung tätig bin, wünsche ich mir sehr, dass diese Gesellschaft, die momentan so ein bisschen gespalten ist und wo viel im Umbruch ist, dass wir wieder näher zusammenrücken, über Politik diskutieren, aber trotzdem auf dem Boden unserer Verfassung bleiben und dass wir das weiter stärker fördern können und dass die Extremisten, die jetzt im Landtag sitzen, nicht nochmal reingewählt werden. Warum sollte man gerade als Jugendliche in deine Partei eintreten? Wir Grünen sind basisdemokratisch organisiert und das bedeutet, dass du, wenn du eintrittst, sofort die Möglichkeit hast, an allen Ebenen mitzuschalten und mitzuentscheiden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil du sofort mitten in der Landespolitik sein wirst. Mit welcher Person würdest du gerne mal für einen Tag tauschen?
Ich würde sagen, mit Freddy Bobic, weil ich bin selber auch großer Eintracht-Fan und ich fände es super spannend, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und schauen, wie die Vereinsführung so läuft. Wie sieht jetzt mit deinem neuen Job ein typischer Arbeitstag für dich aus? Das wird sich vielleicht noch so ein bisschen einpendeln, aber noch gibt es den typischen Arbeitstag gar nicht. Mal habe ich Plenarsitzungen, mal bin ich bei mir im Wahlkreis unterwegs oder sitze mit Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch im Café. Jeder Tag ist unheimlich individuell und das macht auch echt den Reiz aus. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank auch.